Die beste Rotkäppchentorte backt nur Mama nicht mehr. Denn wir konnten Mama ihr Geheimrezept für die leckerste Kirschtorte aller Zeiten entlocken. Vom saftigen Marmorboden über die leichte Quarkcreme bis hin zum perfekt glatten Guss. Wir kennen alle Tricks und verraten sie dir natürlich gerne. Also, bleib dran! Für den Boden greift Mama auf ihr klassisches Marmorkuchenrezept mit Kirschen zurück. Dafür gießt du die Kirschen ab und fängst den Saft auf. Der wird später nochmal wichtig. Dann rührst du die weiche Butter mit dem Zucker schaumig. Das dauert eine kurze Weile. In der Zwischenzeit hast du die Gelegenheit, unseren Kanal hier unterm Video zu abonnieren. Sobald die Buttermasse hell schaumig ist, fügst du nach und nach Eier und Milch hinzu. Bis hierher heißt es, immer fleißig rühren. Sobald nun aber Mehl, Backpulver und Salz dazukommen, wird nur noch so lange gerührt, bis gerade so ein glatter Teig entstanden ist. Dadurch wird der Teig schön locker und fluffig. Die Hälfte davon gibst du direkt in eine gefettete Springform. Die andere Hälfte vermischst du mit Kakaopulver und etwas Milch. Dann kommt auch der Schokoteig in die Form und schließlich die abgetropften Kirschen obendrauf. Die musst du gar nicht so festdrücken, denn beim Backen sinken sie von ganz alleine nach unten und sorgen für ein schönes Muster im Teig. Schon wandert dein Kuchen in den Ofen. Nein, wir haben das Vorheizen nicht vergessen. Mit dem Bosch Backofen der Serie 8 fällt das tatsächlich weg. Du wählst am Ofen einfach die Perfect Bake-Funktion Kuchen in Formen aus. Den Rest erledigt der Backofen selbst. Der integrierte Backsensor gibt Bescheid, sobald der Kuchen fertig gebacken ist, dann schaltet sich der Ofen von alleine aus. Du kannst dich also voll und ganz der Creme widmen. Neben Sahne verwenden wir dafür Quark. So wird's etwas leichter. Den Quark rührst du einfach mit ein wenig Zucker glatt und hebst schließlich die geschlagene Sahne unter. Um den fertig gebackenen Boden stellst du nun einen Tortenring und streichst die Creme darauf glatt. Das geht am besten mit einer kleinen Winkelpalette oder einem Teigschaber. Jetzt kommt endlich der Kirschsaft vom Anfang zum Einsatz. Mit dem rührst du nämlich den Tortenguss an und verteilst diesen dann auf dem Kuchen. Mamas Tipp: Den heißen Tortenguss über einen schräg gehaltenen Löffel gießen. So verteilt sich der Guss perfekt auf dem Kuchen und reißt keine Löcher in die Creme. Außerdem solltest du zügig arbeiten, denn sobald der Guss die kühle Creme berührt, beginnt er fest zu werden. Den Kuchen nun nochmal eine Stunde kalt stellen, dann kannst du den Tortenring entfernen und deine Rotkäppchen-Torte anschneiden. Dieser Anblick bringt sogar Mama zum Staunen. Nach welchem Kuchenrezept sollen wir sie als nächstes fragen? Schwarzwälder Kirschtorte, Zupfkuchen oder etwas ganz anderes? Schreib es uns unbedingt in die Kommentare. Noch mehr Rezepte, die mit Perfect Bake gelingen, findest du auf unserem Kanal.